zufrieden, dass du die ganze Belegschaft verrückt gemacht hast? Du hast einigen gesagt, es wäre besser, ich würde entlassen, weil es sonst sie treffen würde. Das habe ich nie gesagt. Du bist herzlos. Warum willst du es nicht versuchen? Du darfst dir das nicht gefallen lassen. Du musst hingehen. Bevor sie für die Prämie waren, haben sie gezögert. Sie haben an dich gedacht. Deshalb musst du jetzt am Wochenende mit jedem Einzelnen reden. Entschuldigen Sie, dass ich Sie darum bitte, aber es ist wichtig für mich, ihn zu sprechen, weil er mir helfen kann, meine Arbeit nicht zu verlieren. Nicht arbeitslos zu werden. Die Prämie kriegen wir, weil wir dafür geschuftet haben. Das weiß ich doch. Schämst du dich nicht, herzukommen und uns zu beklauen? Halt meine Klappe, ja. Ganz bestimmt nicht. Verschwinde! Wie viele sind es bis jetzt, die auf ihre Prämie verzichten? 4 sind es mit dir. Zu 9 Kollegen muss ich noch. Du schaffst das, da bin ich mir sicher.